Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind in Therrenfalls Schanze, müssen uns durch verderbte Templer kämpfen und werden genau das machen. Oder damit fortfahren. Wir haben ja schon angefangen. Plündern. Dick. Hallo. So. Was? Mach doch mal langsam, Jungs. Ist doch alles gut. Also nichts ist gut, ihr seid tot, aber das habt ihr euch vermutlich selbst zuzuschreiben. Auswirkungen der Verderbtheit. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich werde diese ganzen Briefe, die ich finde, und Befehle weiterhin lesen, aber das war jetzt ein ganz normaler Kodex-Eintrag. Quasi ein Buch. Und die werde ich hier nicht lesen. Ein schwerer Dolch. Können wir bestimmt auch wieder überhaupt nichts mit anfangen. Ich erhoffe mir hier tatsächlich keinen weltbewegend guten Loot. Dafür sind wir hier ein bisschen spät dran, sag ich mal. Ah, da oben ist noch eine Kiste. Da kommen wir bestimmt ganz normal dran, indem ich jetzt nicht hier rechts rausgehe. Sondern indem ich hier drüber hüpfe. Sehr schön. Da geht's auch nochmal hoch. Moment. So, erstmal in die Truhe. Boah, die Musik ist so gut, dass man sagen darf. Hier oben ist wahrscheinlich nur... Ah, Notiz lesen. Eine gekritzelte Notiz. Marion, ich habe dieselben Kopfschmerzen, aber alle, die dieses rote Zeug nutzen, sagen, sie gehen vorbei. Ihr werdet euch schon bald stärker fühlen. Ich habe es gestern endlich geschafft, Feldwebel Pollet im Übungskampf zu besiegen und das gleich zweimal. Ihr hättet seinen Gesichtsausdruck sehen müssen. Ich habe gehört, sie erhöhen die Rationen für alle, die rotes Lyrium nutzen. Das ist der Übeltäter nämlich. Lasst uns morgen zusammen trainieren. Ich brauche einen Partner, der mit mir Schritt halten kann. Venner. Das rote Lyrium ist dafür verantwortlich, was hier mit den Leuten passiert. Mit den Templern passiert, um genau zu sein. Lapti-da-da-da. So, Schnauze. Halt ihnen in die Flanke. Au. Fallt mir nicht in die Flanke. Danke. Unsere Brüder haben den Verstand verloren. Das rote Zeug, das aus ihnen herauswächst, das ist Lyrium. Ich weiß, habe ich gerade gelesen. Wir müssen noch mehr von diesen roten Monstern töten. Machen wir alles. Au. Ich habe vergessen, in Haven die Kreaturenforschung, also für die Kreaturenforschung was abzugeben. Ist da oben noch einer? Ich weiß nicht, das packen die auch alleine. Kann ich mal ein bisschen looten hier. Du wirst sterben. Nein, du bist gestorben, wäre richtiger Terminus gewesen. Aber gut. Mann, ich drück da mal ein Auge zu. So. Ich lasse mich immer so von dramatischer Musik anstecken, dass ich ganz, manchmal tatsächlich ganz panisch werde. Obwohl ich überhaupt nicht angegriffen werde, wenn die Musik so dramatisch ist, habe ich immer das Gefühl, dass mir gleich einer auf die 12 haut. Das ist der Großmarschall. Der Lordsucher hat uns erzählt, er wäre beim Konklave umgekommen. Ist hier eigentlich irgendwer kein mörderisches Stück Scheiße? Oh. Hat der Hauptmann die Leiche für den Lordsucher versteckt? Hat er den Mann selbst getötet? Beim Erbauer. Was geschieht nur mit unserem Orden? Super. Sieht einen Vorteil daraus. Schild für Cassandra und Amulett der Großmarschall. Megamäßig gut. Leiche untersuchen. Sir Barriss, was war hier los? Hauptmann Denham hat uns erzählt, der Großmarschall wäre beim Konklave umgekommen. Unsere Offiziere haben einen Mord vertuscht. Haben sie uns wegen dieser ältesten Scheiße des Hauptmanns manipuliert? Sag doch nicht ständig Scheiße, das ist hier, hallo, ein seriöses Let's Play, hier gibt's keine Fäkalsprache, ich glaub's hackt. Schlückchen getrunken, Wenn der Lordsucher und der Hauptmann ausfallen, wer führt euch dann jetzt an? Offiziere in ganz Tedas,
Wie viele diesem Wahnsinn verfallen sind, weiß ich nicht. Seit wann war das alles geplant? Wie lange hat diese Lüge uns vergiftet? Wisst ihr irgendetwas über diesen Ältesten? Nein. Templer dienen dem Erbauer und dem Licht von Andraste. Ich habe zum ersten Mal von diesem Ältesten gehört, als der Hauptmann mit seinen Tiraden begann. Warum wurden nicht alle Templer verwandelt? Wieso lebt ihr noch? Der Hauptmann sagte, er hätte versucht, uns alle zu verwandeln. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Nicht wirklich. Wir finden heraus, was passiert ist. Gehen wir. Wir verdienen eine Erklärung. Und die Toten verdienen noch mehr. Tritt dem Lordsucher entgegen. Machen wir. Brief aufheben. Nachricht und Briefe aus Theronfall. Ein Tropfen Blut befleckt eine Ecke dieses Briefes. Großmarschall Trendwatch. Es freut mich zu hören, dass ihr lebend von dem Konklave entkommen konntet. Macht euch auf den Weg zu Theronfalls Schanze und schickt einen Vogel, wenn ihr noch einen halben Tagesmarsch entfernt seid. Hauptmann Ed Hennem wird sich mit euch treffen. Kommt bei Nacht und stellt sicher, dass euch niemand sieht. Ich werde mich mit euch in Ed Hennems Arbeitsräumen treffen. Im Orden geschieht etwas und wir müssen uns unter vier Augen darüber unterhalten, bevor ihr euch wieder euren Pflichten zuwendet. Lordsucher Lucius Corrin. Wir haben übrigens alle, oder alle Begleiter haben übrigens einen Stufenaufstieg, außer Vivienne, die ist schon Stufe 9. Den werden wir aber machen, wenn wir hier die Templar-Quest fertig haben. Also lasst euch in den, oder ich weiß nicht, ob das jetzt schon die letzte Folge sein wird, wie lange wir noch zum Lordsucher brauchen. Lasst euch davon einfach nicht stören. Ich habe das registriert. Die Leiche haben wir untersucht. Ich bete, dass der Lordsucher diesen Wahnsinn erklären kann. Ja, ich auch. Ein bisschen, ich auch. Hier waren wir. Okay, danke. Ja, cool, Amulett der Macht für Cassandra gefunden und Stufe 2 Schild für Cassandra und eventuell Blackwall. Werden wir mal gucken, ob wir den schmieden können in der nächsten Ausrüstungsfolge. Ich freue mich schon ein bisschen. Beste. Der Herold Andrastes. Es war höchste Zeit, dass wir uns besser kennenlernen. Ich freue mich auch schon drauf. Ich wollte dich schon immer mal näher kennenlernen. Zeigt mir, was für ein Mann ihr wirklich seid. Ja, ich bin schon unterwegs. Aber vorher plündere ich hier deine, was auch immer, deinen Balkon, deinen Hof. Silberarmern, es ist wieder mehr Geld. Wir brauchen Geld, 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 Geld. Da ist noch ein Säckchen. Säckchen. Säckchen, Säckchen, Säckchen. Brontoleder, sehr schön. Oh, was liegt hier rum? Geld. Geld, 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 Geld. 99, das ist viel für so eine frühe Quest. Ich weiß gar nicht, ist das Gold, was man findet, auch davon abhängig, wie weit man fortgeschritten ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe auch schon später nur 5 Gold mal gefunden oder so. Ich glaube, das ist davon tatsächlich unabhängig. Hallo, Lucius. What the fuck? Finde einen Weg nach draußen. Alter, wie geil ist das denn? Oh, wir können nicht kämpfen. Boah, wie cool ist denn das? Wow. Jetzt bin ich gerade durch irgendein Licht gelaufen und es hat komisch gewabert. Da hinten steht offensichtlich der Lordsucher. Ich glaube, die Scannerei bringt mir nichts. Hier wird jetzt nicht irgendwo eine Truhe rumstehen. Wir sind hier in einer Zwischenwelt, in einer Parallelwelt, im Nichts? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Und wer steht da neben dem... Das ist Josie. Kann durch brennende Leichen laufen. Cullen und Josephine. Und Liliana? Ist diese Gestalt nützlich? Wird sie mir helfen, euch gänzlich zu kennen? Alles erzählt mir von euch. Meister Yoda. Seht her.
Ja, das muss ein Dämon sein. Aber erspart mir eure widerlichen Lügen, Dämon. Ja. Erspart mir eure Lügen, Dämon. Ihr zu sein wird weitaus interessanter sein, als den Lordsucher zu spielen. Wisst ihr, was aus der Inquisition werden kann? Ihr werdet es sehen. Wenn ich fertig bin, wird der Älteste euch töten und sich erheben. Dann werde ich ihr sein. Ja, schön. Ich habe euer Spiel durchschaut. Was wollt ihr noch erreichen? Ihr seid offenbar der irrigen Auffassung, dass ich eure Zustimmung brauche. Jede Reaktion, jeder Protest ist eine Antwort. Seine Herrlichkeit wird kommen. Und der Älteste will, dass ihr ihm dient wie alle anderen, indem ihr auf die richtige Art sterbt. Erzählt mir mehr. Ich bin nicht euer Püppchen. Ich bin Neid und ich werde alles über euch erfahren. Sagt es mir, Herold, in eurem Verstand. Sagt mir, was ihr denkt. Sagt mir, was ihr fühlt. Sagt mir, was ihr seht. Boah, voll die Psycho-Quest. Finde einen Weg nach draußen. Oh, jetzt können wir auch kämpfen. Das heißt, wir müssen bestimmt auch gleich kämpfen. Ich will hier trotzdem nochmal schauen, aber hier war auf dem Hinweg schon nichts. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollten. Ihr lügt! Was passiert hier? Haltet ihr mich für eine Närrin? Erklärt mir das! Ist das die Szene ganz vom Anfang, als wir... Leugnet ihr es etwa? Ja. Wagt ihr es, euer Verbrechen zu leugnen? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist die Szene vom Start, als wir... Das war unsere einzige Chance auf einen Frieden zwischen den Magiern und Templern. Aus dem Nichts kam. Und nun ist sie dahin. Ich weiß nicht, ob sie noch was sagt. Ich will nicht schon gehen. Mal gucken. Aber ich glaube, das war's. Unsere Feinde haben sich bedingungslos ergeben. Die Stärke der Inquisition kann sich mit der Macht jedes Königreichs in Thedas messen. Langsam entspricht unser Einfluss meinem Ehrgeiz. Aber wir wollen noch mehr. Das sind nicht meine Worte, Dämon. Beunruhigt euch Unvollkommenheit? Okay. Da. Wo war er weg? Irgendwie glaube ich, dass ich da nicht durchlaufen sollte. Ich weiß nicht, warum. War das euer Ernst? Als ihr die Flagge des Volkes als Standarte gewählt habt? Ja. Denn wenn ich erst einmal ihr bin, wird das Volk nie vergessen, was ihr ihm antut. Wie schnell die Inquisition an Einfluss gewonnen hat. Könige und Königinnen suchen ihren Rat. Schön, mal gucken, ob auf der anderen Seite was los ist. Und wenn ja, was? Wer würde sich gegen uns stellen, wenn die Inquisition über ganze Nationen herrscht? Niemand, der klug ist. Okay. Wow. Wow. Kann ich da nicht lang? Kann ich da nur manchmal lang? Muss ich auf der anderen Seite lang? Fragen über Fragen. Ist das hier schon so eine kleine Prüfung?
Ah, der dreht sich. Okay. Holy. Der Herold hat uns alle gerettet. Unsere Armee könnte ein ganzes Königreich zerschmettern. Keine Armee ist der unseren ebenbürtig. Ja. Muss mal rüber. Als die Kirche fiel, verzweifelten wir. Doch der Herold Andrastes brachte uns Licht. Die Leute erstarrten in Ehrfurcht vor der Inquisition. Das sind auf jeden Fall keine Szenen aus der Vergangenheit. Das sind Szenen aus der Zukunft, wie der Dämon sie denn gerne hätte und sie sich wünscht. Wie sie aber hoffentlich, wenn wir ordentlich handeln, niemals stattfinden werden. Komm ich nicht durch, ich muss hier irgendwo durchkommen. Ah. Lucius, komm her, du Lümmel. Du kleiner Pappsack. Seht ihr, wie ruhmreich meine Inquisition sein wird, nachdem ihr durch die Hand des Ältesten gestorben seid? Ja, ich mache jetzt erstmal eine Tür auf. Ihr seid verletzend, hilflos, hastig. Hallo? Was wird aus dem Hammer, wenn es keine Nägel mehr gibt? Was seid ihr? Du? Verschwindet! Das ist mein Kopf! Das soll ein Kopf sein? Inschrift, Knights Dogma, Klugheit plus 1. Boah, cool. Ein Flüstern verfolgt aus einem Traum. Ein verlockender Faden der Macht. An seinem Ende eine Gestalt, gekrönt in kaiserlichem Rot zu sehen durch einen Riss in der Luft. Der Älteste mit einem unwiderstehlichen Angebot verlangt er nach Gefolgschaft. Anführer der Sucher, Kommandant der Ritter, Lord Sucher Lucius Corrin, Herr der Templer. Ja, das hätte er wohl gerne, wa? Wer hat da gerade gesprochen, als der Lordsucher eben dies nicht mehr getan hat? Mir juckt der Kopf. In gewisser Weise juckt mir der Kopf, aber es war doch eher die Nase, aber die gehört ja zum Kopf. Ihr hängt ein Stuhl an der Wand. Da hängt ein Stuhl an der Wand. Aber hier drinne ist jetzt nichts. Das heißt, wir müssen wieder raus. Oh. Wartet. Neid verletzt euch. Huch. Spiegel auf Erinnerungen. Ein Gesicht, das er spüren, aber nicht imitieren kann. Ich will helfen. Euch, nicht Neid. Warum hört ihr nicht auf, Neid? Wer soll das sein? Ich. Ich bin Cole. Immer noch Cole. Wir sind in euch. Oder ich bin es. Ihr seid immer in euch. Es ist einfach zu hören, aber schwierig, Teil des Gehörten zu sein. Doch ich höre und helfe. Hoffentlich. Neid hat euch verletzt. Tut es noch. Ich wollte helfen. Dann war ich hier im Gehör. So ist es sonst nicht. Ja, das Erste trifft's ganz gut. Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt einen Sinn. Ich habe beobachtet, beobachte noch. Jeder Templer wusste Bescheid, als ihr kamt. Sie waren beeindruckt, aber nicht wie der Lordsucher. Der Lordsucher ist ein Dämon des Neids. Er wäre gerne ich. Ja. Er hat die Kommandeure verdorben, ihren Zorn erzwungen, ihren Kampf. In ihrem Inneren sind sie rot. Egal, ihr seid erstarrt. Neid will euer Gesicht. Ich hörte es, streckte die Hand aus, zog sie wieder zurück und dann war ich hier. Einen schicken Hut hat er übrigens auf, der gute Cole. Gut, wir quatschen noch ein bisschen mit Cole. Inwiefern ist mein Körper in der wahren Welt erstarrt? Gedanken sind schnell. Wir sind hier. Draußen fällt die Klinge noch, hängt in der Luft wie ein Sonnenuntergang. Wenn hier keine Zeit vergeht, heißt das, ich bin in Sicherheit? Nein. Es wäre gut, wenn ihr ginget. Mhm.
Dann seid ihr ein neugieriges Phantom, das sich versehentlich in den Verstand einschleicht? Habe ich was verpasst? Wenn es euch stört, kann ich euch vergessen lassen. Das hilft. Nein, ihr braucht im Moment alles von euch, um zu kämpfen. Vielleicht später. Also gut, Cole. Wenn ihr mir wirklich helfen wollt, wie komme ich hier raus? Es ist euer Kopf. Ich hatte gehofft, ihr wisst, wie ihr es beenden könnt. Tja, tue ich nicht. Das alles hier ist Neid. Leute, Orte, Macht. Geht ihr weiter, dehnt Neid sich aus. Es erfordert Kraft, mehr zu finden. Eine Person zu sein ist schwierig. Seid viele, zu viele, immer mehr, dann bricht Neid zusammen und ihr brecht aus. Wenn wir also in meinem Kopf weitergehen, ermüden wir Neid, bis er aufgibt? Vielleicht. Ich hoffe, das hilft. Aber immer noch besser, als hier zu warten, bis ihr euer Gesicht verliert. Der Hut ist der Knaller. Hier entlang. Tschüss, Cole. Ich werde aber erst in der nächsten Folge Ideen sind laut folgen. Aha, macht sie Wortspiel. Lauter. Denkt an Wasser. Ich soll an Wasser denken? Ja. Dieses Ding kann euch nicht helfen. Ich werde mehr sehen. Na, das werden wir ja noch sehen. Und zwar in der nächsten Folge. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.